Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Preußen. Wir haben immerhin schon den 27. Februar 1863 erreicht. Ich will hier mal einmal bei Diplomatie gucken, was unsere Einflussnahme hier bringt. Ja, wir sind doch in Luxemburg deutlich weiter als Frankreich, auch wenn sie uns in Verruf gebracht haben. Und in Holstein sind wir die Einzigen, die hier ein bisschen was tun. Das ist soweit okay. Was macht Österreich? Schauen wir uns das kurz mal an. Krakau, Braunschweig, Anhalt, das ist alles nicht so dramatisch. Alles gut soweit. Wir werden weiter hier nochmal unsere Beziehungen mit dem russischen Zarenreich verbessern. Sehr schön. Okay, so, dann ist unsere Haushaltslage echt wirklich ganz gut. Die Zölle bleiben erstmal bei 10% und wir werden mal die Verwaltung hochschrauben. Das erhöht nämlich die Steuereffizienz und alles mögliche andere. Oh, da können wir richtig auf 100% gehen. Sehr gut, sehr gut. Ich erwähne nur mal kurz, bitte hier mir nicht sagen, was normalerweise spielerrational sinnvoll wäre. Ich weiß, dass man eher keine Zölle macht und so weiter. Das braucht ihr mir nicht erzählen. Ich mache das jetzt aus Sicht der preußischen Konservativen und da ist eben die Verwaltung eine wichtige Geschichte. Zumal das uns auch hier übrigens hilft, nämlich im Bereich, wenn es hier politische Bewegungen gibt, nämlich Unterdrückungspunkte. Damit können wir nämlich nachher Bewegungen unterdrücken. Das ist ja eine unserer Hauptmaßnahmen. Okay, ja, mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen weiter. Wir haben den Haushalt im Blick. Der ist immer noch ganz gut im Positiven. Sehr schön. Insofern schauen wir mal, was hier passiert ist. Okay, Frankreich versucht den Casus Belli in Algerien zu bekommen. Das ist ganz interessant. Bayern, Bündnis mit Österreich. Bayern, Bündnis mit Württemberg. Baden, Bündnis mit Österreich. Portugal, ein Bündnis mit Niederlande. Das beobachten wir jetzt mal immer so ein bisschen. Schauen wir uns mal weiter an. Nassau, Lippe, Detmold, Modena, Österreich. Das ist alles nichts Überraschendes. Wir sehen aber hier, dass die Österreicher doch sehr aktiv sind in unserer Sphäre. Allerdings alles auf geringem Niveau. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. Auch die Engländer, die Franzosen in Nassau. Aber das ist alles nicht dramatisch. Okay, Spannungen in Krakau. In Krakau sind Spannungen zwischen uns und anderen Großmächten wegen strafrechtlichen Ermittlungen ausgebrochen. Wir vertreten die Position, dass wir das Recht haben, in Krakau unsere eigenen strafrechtlichen Ermittlungen durchzuführen, ohne dass lokale und ausländische Behörden intervenieren. Diese Position wird offensichtlich von unseren Rivalen angefochten. Wir können entweder unsere Position durchsetzen, was als die Unterhöhlung der krakauischen Unabhängigkeit ausgelegt werden würde, oder zurückstecken, was aber Einflussverlust in Krakau bedeuten würde. So, wir können das durchsetzen. Wir erhalten dann Infamie oder zurückstecken. Ich hatte ja eingangs erwähnt, also ich würde, glaube ich, spielrational jetzt durchsetzen machen, aber ich hatte erwähnt, dass wir eher auf seine sehr friedliche Koexistenz aus rollenspielerischen Gründen jetzt aus sind, aus der preußischen Perspektive. Und insofern werden wir zurückstecken. Wir waren hier einfach auch rechtlich nicht in der richtigen Position. Aber wir verlieren Prestige. Das ist allerdings schlecht. Das ist, glaube ich, auch aus der rollenspielerischen Situation nicht so gut. Und da wir das erstmal angefangen haben, jetzt revidiere ich mich mal. Nee, wir setzen unsere Position durch. Okay. Die Infamie ist ja in der Sache auch kein Problem. Wir machen ja sonst nichts Böses. Und hier mal ein bisschen unsere Interessen durchzusetzen, ist, glaube ich, unkritisch. So, wir haben das nächste Bündnisangebot von Braunschweig. Das akzeptieren wir natürlich. Wir müssen... Oh, es geht immer weiter. Sachsen, Coburg, Gotha und Hamburg. Jo. Und unser Haushalt läuft und läuft und läuft. Wir können, glaube ich, hier weiter nach vorne gehen. Jetzt werden wir mal so weit gehen, dass wir auf jeden Fall unsere Oberschicht mal hier nicht so stark besteuern und vielleicht sogar ein bisschen bei unserer Mittelschicht runtergehen. So. Aber mehr nicht, das kann dann so bleiben. Und als nächstes, denke ich, werden wir... Oh ja, den Wehretat. Das müssen wir als nächstes anheben. Denn wir wollen auf jeden Fall stets eine schlagkräftige Armee behalten. Das ist auf jeden Fall auch Teil unserer Staatsdoktrin. So, und wir sind soweit. Wir können hier Meinung steigern. Wunderbar. In Luxemburg, da ist derzeit herzlich angesagt. Und wir werden das erhöhen auf vertraut. Und damit können wir, wenn wir, glaube ich, bei 100 Einflusspunkten sind, sie dann in unsere Sphäre ziehen als nächstes. Prima.
Wie sieht's aus mit den Fabriken? Hier, das war schon abzusehen, die Papiermühle hat Probleme. So, was beginnt jetzt? Etwa das Zeitalter des Liberalismus, wer hätte das gedacht? Während Napoleon und seine Armeen besiegt wurden, sind die fundamentalen Ideen der Französischen Revolution noch sehr wohl am Leben. In Deutschland wurden die Königshäuser des Heiligen Römischen Reichs Deutsche Nation gestürzt und althergebrachte feudale Verträge durch napoleonisches Bürgerrecht ersetzt. Überall in Europa, in Kaffeehäusern und Universitäten beweisen die Ideen von Liberalismus, politischen Reformen, Meinungsfreiheit und Bürgerrechten im Gegensatz zum monarchischen Absolutismus die Wahrheit der alten Redensart, dass nichts eine Idee aufhalten kann, deren Zeit gekommen ist. Na, das werden wir aber erstmal sehen. Lange haben Minderheiten unter dem Joch von Kronen und Zeptern gelitten. Nun beginnen sie zu realisieren, dass sie selbst über ihre eigene Zukunft bestimmen können und jenseits riesiger Ozeane locken die Reichtümer Afrikas und Asiens. Während sich der Staub über Waterloo langsam setzt, steht Europa schon wieder am Beginn eines neuen Zeitalters, einem Zeitalter des Liberalismus. In den kommenden Jahren können wir stärkere liberale Aktivitäten erwarten. Das geht bis 1935, ja. Also das Bevölkerungsbewusstsein wächst, die Militanz wächst, bis zu 5% mehr liberal und plus 1 Bewusstsein, ja. Jetzt geht's langsam los mit dem mit diesem Unfug. Ja, ich wollte hier eigentlich gucken. Genau, diese Papiermühle, die ist, steht hier ein bisschen auf verlorenem Posten. Erstens, weil wir nicht sehr viel Holz haben. Dadurch ist das, glaube ich, relativ teuer. Und zweitens, weil wir hier auch noch nicht genug Arbeiter haben. Der Rest der Fabriken arbeitet immerhin im grünen Bereich. Das ist schön. Oldenburg akzeptieren wir auch. Das hier sehr, sehr gut, hier diese Glashütte, weil wir viel Kohle haben, wahrscheinlich günstig einzukaufen. Geheimgesellschaft. Ich mache das übrigens so, dass ich, wenn Events jetzt häufiger kommen, natürlich nicht nochmal alles vorlese, aber am Anfang oder wenn sie lange nicht mehr waren, mache ich das gerne, das kennt ihr. Weil das doch sehr stimmungsvoll ist und uns so ein bisschen in die Zeit hereinzieht. Die Sache der Liberalen gewinnt an Einfluss in Elbing. Während niemand es wirklich genau weiß, so besagen Gerüchte, dass die Wurzeln der kürzlich gegründeten Geheimgesellschaft in der liberalen Propaganda zu suchen sind. Seien es nun die Rosenkreuzer, die Freimaurer oder die bayerischen Illuminati, irgendjemand verbreitet liberale Ideen in Elbing. So, und das sollen wir glauben, oder? Ja, wir verabschieden eine lokale Verordnung gegen sie, das machen wir. Das heißt, da gibt es bald mehr Liberale, weil die das offenbar nicht gut finden. Aber diese Konsequenz, die erkennen wir nicht so richtig. Wir ziehen hier unsere harte Linie natürlich durch. So, wer ist jetzt? Lippe Detmold akzeptieren wir und wir haben... Oh, ja, da geht's los. Ich habe es geahnt. Österreich bricht das Bündnis. So, umso wichtiger ist es, dass wir mit Russland weiter irgendwie übereinkommen. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Sie sind vertraut mit Krakau, Griechenland, Serbien, Persien, haben selbst keine Bündnispartner außer uns. Verbessern wir mal weiter die Beziehung. Okay, wie sieht es ansonsten aus? In Holstein wächst das langsam, das ist in Ordnung. In Krakau ist jetzt Österreich der Sphärenführer. Wir können auch langsam, aber sicher mal unseren Einfluss in Hannover steigern. Wir wissen natürlich historisch noch nicht, was da bald passieren wird. Sachsen ist auch noch so ein Ziel, aber das sparen wir uns noch mal ein bisschen auf. Okay, und natürlich müssen wir auch aufpassen, was der Gegner in unseren Provinzen so macht. Ja, die Briten sind natürlich jetzt nervös geworden, bringen uns dort in Verruf, das war zu erwarten. Stört aber jetzt nicht weiter, wir gucken mal kurz die Bündnisse durch. Niederlande mit Spanien ein Bündnis, Württemberg mit Österreich, Lucca mit Österreich, Toskana mit Österreich, das ist jetzt am Beginn natürlich immer ein bisschen mehr. Oldenburg mit Mecklenburg. Oh, das Zarenreich bricht auch das Bündnis mit Österreich. Interessant. Ja, aber wir sind auch noch wir sind auch noch Bündnispartner, oder? Achso, ich war jetzt nicht im Diplomatie-Modus. Das war ist bei den anderen Spielen ein anderer Shortcut, muss man sich jetzt mal merken. Okay, wollen wir mal hoffen, dass das russische Zarenreich noch länger an unserer Seite bleibt, nicht, dass wir hier isoliert werden. Das wäre natürlich unschön. Können wir gleich noch mehr da investieren?
Ja, wir können noch mehr tun. Verbessern wir nochmal die Beziehung. Mehr geht dann bald nicht mehr. Ich glaube, einmal können wir dann noch. Aber wir haben jetzt erstmal nur einen Punkt. So, was haben wir hier? Genau, das Brach und Sachsen-Weimar, Hessen-Kassel, das ist nicht so entscheidend für uns. Und unser Bilanz geht immer weiter hoch. Und jetzt werden wir mal den Wehretat steigern. So. Ja, gehen wir mal schon ein bisschen ans Limit. Das führt dazu, dass wir mehr Pops wollen Soldaten werden. Das wollen wir auch. Wir werden dann perspektivisch auch, wir können derzeit 60 Regimenter, entschuldigt, 60 Regimenter theoretisch haben. Derzeit haben wir 50. Das werden wir dann auch irgendwann, wenn wir soweit ganz solide sind, werden wir das dann auch ausbauen. So, erstmal ein Bündnisangebot noch von Mecklenburg und jetzt kommt die erste Zeitung. Das ist ja auch so ein Feature, was mit Heart of Darkness gekommen ist und ich finde das eigentlich ganz witzig und werde das hier auch immer mal wieder berücksichtigen. Die Kreuzzeitung, was schreibt die denn? Die USA dehnt sich aus. Die Provinz von Denver gehört nun zu den USA. Okay. Und Demokratie in Amerika. 1835 veröffentlichte Alexis de Tocqueville sein Werk Demokratie in Amerika, welches sowohl in Amerika als auch in Frankreich sofort ein Klassiker wurde. Ältester Mann. Der respektierte Gentleman Jimmy Williams wurde zum ältesten lebenden Mann ernannt. Williams aus dem tiefsten Süden Amerikas bat unsere Reporter höflich, sein Land zu verlassen. Okay. Vielleicht beginnen wir mal mit den wichtigen Sachen hier. Krieg zwischen Chile und Bolivien. Okay, es geht um bolivianisch Atacama. Aha. Angst in Hessen-Darmstadt. Die Stimmung unter hessischen Offiziellen ist angesichts der Aktion von Frankfurt am Main von Angst und Sorge geprägt. Viele befürchten einen möglichen Krieg. Das glaube ich aber nicht. Und in Hannover haben sie Experimentaleisenbahn erfunden. Was haben wir hier? Böse Rocklänge. Mode sollte den Staub der Straßen nicht ins Heim tragen. Medizin erfordert von Frauen aus Gesundheitsgründen den neuen Trend der Schleppenröcke nicht mitzumachen. Und die üppige Form der Frau. Weibliche Taillen und Hüftgrößen scheinbar so schmal und auch breit wie nie zuvor. Mehr auf Seite 5. Leider können wir Seite 5 nicht lesen. Würde mich ja mal interessieren. Und wir sind hier aber wieder ein bisschen ins Minus gerutscht. Da haben wir offenbar ein bisschen zu viel des Guten getan. Das wollen wir nicht. Wir haben hier eine eisern positive Staatsbilanz. Auch das ist irgendwie preußische Tradition, wie ich finde. So, und jetzt geht's das erste Mal hier los. Frankreich will seine Kolonien hier in Algerien ausdehnen, oder seinen Besitz vielmehr, und hat entsprechend den Krieg erklärt. Na gut, sollen sie das tun? Für uns gibt es erstmal derzeit nichts weiter zu tun, außer den letzten Tick hier in Richtung Russland zu machen und die Beziehung jetzt nochmal ein letztes Stück zu verbessern, denn jetzt haben wir absolut maximale Beziehungen, mehr kann man eigentlich nicht haben. Man könnte ihnen jetzt noch anbieten, einen Militärzugang, falls sie zum Beispiel mit Österreich da irgendwas zu tun haben wollen. Jakobineraufstand. Die Flammen der Revolution in Preußen sind geschürt, als ein offener Aufstand in Danzig ausbricht. Die Bürger gehen auf die Straße, wo sie nach Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit schreien. In Danzig erhalten alle plus 4 Militanz. Naja. Aber mehr als das. Okay. Die Russen haben Kokand den Krieg erklärt. Das ist hier. Gut, das ist hier alles noch unbesiedelt. Mhm, wollen sie da vorstoßen. Sollen sie ruhig. So. Okay, hier sehen wir können jetzt in eine Meinungssteigerung noch vollziehen in Luxemburg. Aber das Maximum ist erreicht. Hier konkurriert auch niemand mehr mit uns, die Franzosen auch nicht. Zur Sphäre können wir aber nun hinzufügen. Ja, wir sind auf Maximum, sehr schön. Das machen wir. Damit ist Luxemburg Teil unserer Einflusssphäre und wir können auch nicht mehr so viel da investieren und werden jetzt mal ein bisschen stärker, ja wo überhaupt, ich glaube in Holstein mal vorgehen. Genau, nehmen wir uns das als nächstes vor. Holstein ist natürlich ein Satellitenstaat von Dänemark. Trotzdem sinnvoll, wenn das in unserer Sphäre ist und wir können hier schon was unternehmen. Ja, tatsächlich, wir können die Meinung steigern. Und das ist jetzt herzlich. Okay, wunderbar. Sehr schön. So, das Oberhaus setzt sich neu zusammen. Und zwar, oh, das ist aber überraschend, obwohl das liberale Zeitalter begonnen hat.
verlieren die Liberalen erstmal an Schlagkraft. Ja, das kommt einfach, weil wir das Land hier so hervorragend regieren. Wir gucken uns mal kurz das an. Beziehungsweise wir gucken mal kurz an, wie es unser... Oh ja, das sieht ganz gut aus. Naja, hier haben sogar 15% der Mittelschicht Luxusbedürfnisse. Das ist noch nicht mal in der Oberschicht der Fall. Ja, keiner ist in Armut, außer hier ein paar, vermutlich Handwerker, 3%. Gut, das ist bei Handwerkern normal. Das ist schon okay so. Ja, das ist überhaupt ein bisschen mit diesem Oberhaus, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Also es gab in Preußen kein Oberhaus. Das spiegelt dann etwa, ja, eigentlich kann man es ignorieren, weil es... Oder wir interpretieren das mal als Zusammensetzung quasi des preußischen Ministerrates oder sowas. Also die beeinflussen ja die Frage, ob man Reformen durchführen kann. Und das ist also so eine Art politische Stimmungslage jetzt hier. Es ist ein bisschen schwierig, das historisch übereinzukriegen, aber das ist jetzt erstmal ein Versuch einer Interpretation des Ganzen. So, USA annektiert Texas. Das können wir uns doch glatt mal angucken. Ja, hier unten. Okay, eigentlich nur interessant, wenn man den Status vorher kennt. Aber gut zu wissen. Was ist hier los? Das ist die russische Flotte, die da unterwegs ist. Und was haben wir hier? Mob ist unterwegs. Der kohlschwarze Qualm der Fabriken hängt tief gegen den blutroten Himmel. Tief im Herzen der Stadt, in den untersten Kellern der Industriemaschine, kann man die Schreie und Rufe des sich bildenden Mobs im Echo gegen den Hintergrund von Kühlröhren und Schornstein hören. Erzürnt über schlechte Arbeitsbedingungen ziehen die Luditen auf die Straße in Aachen und verlangen die Wiederkehr eines ländlichen Traums. Meine Güte, Truppen hinschicken oder eine Politikänderung andeuten? Nein, wir schicken natürlich unsere Truppen dahin, ganz klar. Wir brauchen die gar nicht weit schicken, aber wir werden das mal gleich mal so ganz konkret machen sogar. Also, Truppen hinschicken. Wo gibt's denn sowas? Solche Beschwerden? Ja. Was sehe ich? Hier wird Glas importiert. Was machen unsere Fabriken? Gibt's hier noch Probleme? Oh, hier ist schon die zweite geschlossen. Ah, das finde ich doof. Ich glaube, die werden wir jetzt mal selbst wieder öffnen mit unserem Geld. Und die werden wir auch mal subventionieren. Sind immerhin Handfeuerwaffen. Die wollen wir doch selbst in unserem Reich produzieren. Und auch die Artilleriefabrik hat ein bisschen Probleme. Die halten sich hier noch ganz gut, obwohl Baumwolle importiert werden muss. Das hier sieht sehr gut aus. Was gibt's denn? Was macht das Projekt? Sind deutlich mehr Investoren dabei? Ja, und sie haben auch schon die Hälfte des nötigen Eisens erworben. Aber natürlich hat diese ganze industrielle Entwicklung noch nicht die Dynamik, die es dann mal haben wird. So, ah ja. Großbritannien setzt wieder ihre Interessen hier durch. Aber wir haben schon 46. Wir werden hier bald in der Lage sein, unsere Meinung zu erhöhen. Und ihr hört übrigens meine Katze im Hintergrund. Ich glaube, die will Essen haben. Aber die Folge drehen wir noch zu Ende. Wir sind ja bald so weit. Wir warten nochmal die 50 ab. Mal gucken, wir müssten eigentlich die Meinungssteigerung hinkriegen. Denn, aber erstmal kommt hier ein anderes Ereignis. Die Macht in Berlin. Standhaft und treu. Ach nee, die Wacht, Entschuldigung. Steht die Wacht in Berlin. Zumindest, wenn man einem lokalen Dichter Glauben schenken möchte. In einem unserer Staaten hat ein poetisches Pamphlet über den Zustand unserer Nation, ihrer politischen Rückständigkeit und über Unterdrückung die Gefühle hochkochen lassen. Liberale protestieren auf den Straßen gegen das alte Regime und überall in Preußen werden Rufe nach nationaler Einheit laut. Wie bitte? Unerhört. Die Demonstranten verlangen die Vereinigung mit unseren kulturellen Brüdern in anderen Ländern und die Liberalisierung unseres politischen Systems. Wir sollten uns überlegen, Truppen in Provinzen zu entsenden, in denen wir liberale Bewegungen ausmachen. Tja, genau. Das alte Regime muss verteidigt werden. Mit aller Macht. Ja, mit aller Macht die Wacht in Berlin unterstützen, verteidigen oder
die Wacht in Berlin ist ja eben, ja, nee, das ist ja liberales da Gedankengut. Jetzt hatte ich gerade einen Kurzschluss in der Hinsicht. Wie auch immer, ich denke, das ist der richtige Moment, um erstmal die Folge zu beenden. Ich kann meine Katze füttern und ihr könnt ein bisschen verschnaufen. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinwein.